Wellington. Din, 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 din. Ba, 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 ba. Hey Leute, ein neues Jahr hat begonnen und auch in diesem möchte ich euch ziemlich am Anfang meine täglichen Begleiter für 2023 vorstellen. Meiner Auffassung nach hat sich doch etwas mehr getan, als ich zuerst erwartet hätte und deswegen gibt es heute auch sehr viel zu erzählen. Beginnen wir also gleich mal mit dem wohl mittlerweile wichtigsten Begleiter für eigentlich quasi jeden, dem Smartphone. Letztes Jahr war das Google Pixel 6 meine erste Wahl und ich dachte wirklich, das könnte sich dieses Jahr drastisch ändern. Aber tatsächlich wurde es dann doch simpler, sodass ich einfach nur vom Google Pixel 6 auf seinen eigenen Nachfolger, das Google Pixel 7, gewechselt bin. Und das aus den verschiedensten Gründen. Im Großen und Ganzen kann man sogar eigentlich sagen, dass es unfassbar wenig an diesem Smartphone gibt, was ich nicht liebe. Das Design sagt mir unheimlich zu. Die neue knallige Farbe Lemongrass, welche ich auch besitze, könnte schöner nicht sein und vor allem auch der mitwichtigste Punkt bei einem Smartphone, die Kamera, ist auf einem extrem hohen Niveau. Im Vergleich zu seinem eigenen Pro-Bruder finde ich es auch deutlich besser, dass man beim normalen Pixel 7 auf einen matten Aluminiumrahmen sowie Kamerabalken gesetzt hat. Da dieser so viel weniger schnell verkratzt oder gar Fingerabdrücke anzieht. Aber natürlich auch so Stichwörter wie rohes Android 13, Material U, Googles Tensor G2 Prozessor für eine geniale Performance und eine echt gute Akkulaufzeit sind Punkte, die dazu führen, dass ich das Pixel 7 ohne auch nur mit der Wimper zu zucken als meinen Daily Driver küre. Wie jetzt aber Ende 2022 sicherlich viele von euch mitbekommen haben, hat Google ein ziemlich abgerundetes Ökosystem bilden können, dank einem Produkt, welches nicht nur die fehlende Lücke endlich schließen konnte, sondern auch im selben Atemzug mein zweiter täglicher Begleiter wurde. Im Allgemeinen spreche ich hier über eine Smartwatch, genauer gesagt die Pixel Watch. Googles erste eigene Smartwatch. Ich denke schon in meinem separaten Review wurde recht schnell klar, dass ich diese Uhr unheimlich gerne habe und vor allem auch die Kombi aus Google Smartphone und Google Smartwatch besser nicht sein könnte. Ich kann mich einfach von ihrem Design nicht satt sehen und bin auch der Meinung, dass es aktuell keine futuristischere und zugleich minimalistischere Smartwatch auf dem Markt gibt. Wofür gerade das gewölbte Design mit Mix aus rundem Gehäuse und abgerundetem Glas sorgt. Aber auch so abseits vom Design macht die Pixel Watch in vielen Punkten sowie vor allem durch viele nützliche Features einfach einen sehr guten Job und wird auch von Update zu Update hier und da immer noch ein Stückchen besser. Unterstützt wurde dieses Video durch iGraal. Ich muss ehrlich sagen, dass ich lange Zeit wenig Berührungspunkte mit Cashback-Services hatte, habe mich aber in den letzten Wochen und Monaten genauer mit diesen beschäftigt, bis eben iGraal auf mich zukam. Ein Cashback-Service, der dafür sorgt, dass man dauerhaft und super einfach beim Shoppen Geld sparen kann. Das Coole daran, man sammelt keine Punkte, sondern kriegt direkt Geld zurück. Da iGraal selbst quasi eine Vermittlungsprovision der Partner bekommt, wovon dann der größte Teil an dich, also den Kunden selbst geht. Aber sicherlich fragt ihr euch jetzt bestimmt, welche Partner es denn da zum Beispiel gibt. Ich als Technikverrückter schaue da natürlich vor allem in die Hightech-Bereiche, in welchen so Firmen wie Samsung, Dyson, Tink, Philips, Notebooks, billiger.de, Grover und so viele mehr vertreten sind. Aber zum Beispiel auch in den Bereichen Beauty, Mode und Sport gibt es unheimlich viele Online-Shops. Aber wie genau funktioniert jetzt das Sammeln? Nun ja, ganz einfach. Auf der Webseite oder in der App von iGraal kann man nach seinem Wunschshop suchen. Hat man ihn gefunden, kommt man direkt auf die Cashback-Seite des entsprechenden Online-Shops mit Informationen zum genauen Cashback und weiteren Sparmöglichkeiten. Mit nur einem Klick kann man sich dann direkt auf die offizielle Website des Online-Shops weiterleiten lassen, wie gewohnt shoppen und die Bestellung dann abschließen. Danach wird das Cashback automatisch in dem eigenen iGraal-Konto vorgemerkt. Wenn der gesamte Einkauf inklusive Ablauf der Retourenfrist und Zahlung abgewickelt ist, wird der Cashback-Betrag auf dem iGraal-Konto bestätigt. Sobald mindestens 20 Euro zusammengekommen sind, kann man sich das Geld auf das Bank- oder PayPal-Konto auszahlen lassen. Also total einfach, oder? Solltet ihr jetzt interessiert sein, könnt ihr euch über den Sign-up-Link in der Videobeschreibung direkt anmelden und über diesen bekommt ihr sogar anstatt nur normalerweise 5 ganze 10 Euro Startguthaben, sodass der Weg zu den magischen 20 Euro gar nicht mehr so weit ist. Computer. Nachdem ich immer wieder darauf angewiesen bin, von unterwegs aus arbeiten zu können, wurde auch dieses Jahr mein täglicher Begleiter ein Notebook. Genauer gesagt das MacBook Pro 14 Zoll mit M1 Max und 6 GB RAM. Seit gut einem Jahr ist es jetzt schon ein treuer Weggefährte und ich könnte wirklich gar nicht glücklicher sein.
Noch wie an Tag 1 liebe ich dieses Notebook, gerade weil es immer wieder aufs Neue mit seiner unfassbaren Leistung begeistert. Der Videoschnitt meiner 6K RAW-Dateien plus 5 Ebenen Grading könnte meiner Meinung nach nicht besser laufen, sodass es egal welcher Arbeitsprozess ansteht, ob aufwendig oder weniger aufwendig, immer sehr viel Spaß macht. Mein ganzer Workflow bei der Produktion meiner Videos hat sich auch mittlerweile wieder verändert, sodass ich meine Skripts auch wieder auf dem MacBook schreibe, was ich ja lange auf dem iPad getan habe, was uns auch direkt zu meinem nächsten täglichen Begleiter bringt. Tablet. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich noch ein iPad Pro genutzt und auf diesem, wie eben schon erwähnt, Skripts geschrieben, aber auch die ein oder anderen Thumbnails und allgemein Bilder bearbeitet. Irgendwie war das aber auf Dauer nicht wirklich der Workflow, der mir persönlich zugesagt hat, sodass ich mein iPad Pro verkauft und Arbeitsprozesse wie die eben genannten wieder auf mein MacBook verlagert habe. Somit arbeite ich jedes To-Do, was zur Entstehung eines Videos von mir beiträgt, an genau nur einem Gerät ab und muss nicht zwischen verschiedenen hin und her wechseln. Aber natürlich möchte ich zum Beispiel trotzdem hin und wieder mal auf einem Tablet Mails beantworten, im Internet surfen oder das ein oder andere Video schauen, weshalb ich mir das iPad Mini zugelegt habe. Meiner Meinung nach ist es für diese Anwendungsbereiche das ideale Tablet und durch seinen Formfaktor kann man es auch ohne Probleme überall verstauen. Kopfhörer. Musik spielt in meinem Leben eine riesengroße Rolle und das egal ob ich zu Hause oder unterwegs bin. Für letzteres greife ich mittlerweile immer super gerne zu den Google Pixel Buds Pro, weil sie mir optisch echt zusagen, der Klang auf einem sehr hohen Niveau ist, sie von allen In-Ear-Kopfhörern, die ich bis jetzt genutzt habe, am besten und weichsten in meinen Ohren sitzen und das Noise Cancelling sowie die Akkulaufzeit echt top ist. Allerdings gibt es auch noch ein zweites In-Ear-Kopfhörerpaar, welches ich hin und wieder nutze und auch schon letztes Jahr zu meinen absoluten Favorite In-Ears gezählt habe. Und zwar spreche ich hier von den Nothing Ear One. Gerade für ihren Preis bieten sie so viel und sind vielleicht auch deswegen ein kleiner Geheimtipp. Höre ich sehr lange Musik oder möchte mal mit Kopfhörern ein Video schneiden, dann habe ich aber auch Over-Ear-Kopfhörer in Gebrauch, welche in meinem Fall keine geringeren als die Sony WH-1000XM5 sind. Ich liebe einfach diese Over-Ears und das vom Design über den sehr guten Klang und dem echt genialen Noise-Canceling bis hin zum erstaunlich leichten Gewicht der Kopfhörer, welches für einen sehr, sehr weichen Tragekomfort sorgt. Card Case. Auch wenn ich mittlerweile viel mit meinem Smartphone bezahle, ist es hin und wieder doch nötig, die ein oder andere Karte sowie den Führerschein und Personalausweis dabei zu haben, sodass ich immer, egal wo ich hingehe, einen kleinen kompakten Cardholder von der Firma Reigns dabei habe. In der Hosentasche fällt er durch seine schmale Form kaum auf und es lassen sich trotzdem alle wichtigen Karten und der ein oder andere Notschein super verstauen. Cold Brew Flasche. Seit Ende letzten Jahres besitze ich endlich solch eine. Einige von euch werden mit Sicherheit schon wissen, dass ich Kaffee unglaublich liebe und seit ein paar Monaten habe ich es eingeführt, jeden Abend für den nächsten Tag frischen Cold Brew Kaffee zuzubereiten, den ich auch dank der Flasche überall mit hinnehmen kann, wodurch ich den ganzen Tag über mit einem Kaffeegeschmackserlebnis versorgt bin. Einfach abends frisch gemahlenen Kaffee in die Flasche füllen, mit Wasser voll aufgießen und über Nacht ab in den Kühlschrank damit. Ich kann es jedem Kaffeeliebhaber nur empfehlen und habe mich anfangs sogar sehr darüber geärgert, dass ich mir nicht schon viel früher solch eine Flasche zugelegt habe. Notizbuch. Ein Max ist kein Max, wenn nicht auch irgendwo in der Nähe ein Notizbuch zu finden wäre. Seit gut 2 Jahren habe ich es mir nämlich angewöhnt, Videoideen, To-Dos und vieles mehr analog in ein Notizbuch zu schreiben, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich dadurch Dinge viel besser abarbeiten bzw. mir merken kann. Gerade Notiz-Apps sorgen bei mir warum auch immer dafür, dass Dinge eher in Vergessenheit geraten oder ich diese mehr vor mir hinschiebe. Schreibe ich es dann aber physisch auf, passiert das so viel weniger, weil ich dann den Drang habe, einen bestimmten Punkt zum Beispiel einfach durchstreichen zu können. Rucksack. So, jetzt habt ihr zwar alle meine täglichen Begleiter kennengelernt, aber irgendwie muss ich diese ja auch jeden Tag mit mir herumtragen können. Und hier kommt mein Rucksack der Firma Reigns ins Spiel. Er bietet viel Platz, um alles ordentlich zu verstauen und gefällt mir vor allem durch seine 2 beigen Farbtöne und den orangenen Akzenten unheimlich gut. Einfach, weil es farblich mal was Erfrischendes ist. Was im selben Atemzug zwar auch dazu führt, dass dieser Rucksack deutlich auffälliger als zum Beispiel einer in Schwarz ist. Aber ich finde ihn einfach schick und für die, die es eher schlichter mögen, gibt es auch noch viele andere Farbvarianten, zwischen denen man wählen kann. Wie ihr also seht, hat sich doch schon einiges an meinen täglichen Begleitern im Vergleich zu letztem Jahr geändert. Wichtig für mich ist es nämlich, dass die Produkte, die ich nutze, perfekt zu meinem Alltag und Workflow passen, langlebig sind und vor allem den perfekten Spagat zwischen Design und Funktionsumfang schaffen. Was dazu führt, dass sich manchmal doch etwas mehr ändert. Aber was sind denn jetzt eure täglichen Begleiter? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. See you!